Die 12 seltsamsten Dinge in der Natur, die du sehen musst, um sie zu glauben. Von ziemlich ungewöhnlichen Wolken bis hin zu einer unglaublichen Sache, die mit dem Körper eines Kamels passiert, nachdem es gestorben ist. Schau dir die 12 seltsamsten Dinge in der Natur an, die du einfach sehen musst, um sie zu glauben. Los geht's! Nummer 12. Unheimliche Wolken über See. Wir beginnen diese Liste mit einem der schönsten Himmelsphänomene, die ich je gesehen habe. Der Anblick ist hypnotisierend und nicht von dieser Welt. Manche sagen, diese Wolken seien gruselig, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Sicher, manche finden sie unheimlich, weil sie denken, dass sie von Außerirdischen stammen, aber wie du vielleicht schon vermutet hast, ist das nicht der Fall. Man nennt sie Arcus-Wolke und in diesem Video, das über dem Michigansee aufgenommen wurde, sieht man eine ganze Wolkenwalze davon. Du fragst dich wahrscheinlich, was dieses seltsame Phänomen verursacht, also lass es uns so gut wie möglich erklären. Grundsätzlich werden diese Wolken durch den Abwind eines heranziehenden Sturmes verursacht, der feuchte, warme Luft aufsteigen und unter ihren Taupunkt abkühlen lässt. Dadurch bilden sich horizontal ausgerichtete Arcuswalzen, so wie die, die du hier siehst. Faszinierend, findest du nicht auch? Nummer 11. Regenbogenbaum. Oh wow, ist das nicht der schönste Baum der Welt? Er sieht aus wie eine Kunstinstallation, aber nein, in Wirklichkeit ist es ein Baum namens Regenbogen-Eukalyptus. Das ist doch mal ein passender Name. Aber soweit ich weiß, kann man Regenbögen am Himmel sehen und nicht ausgerechnet in einem Baum. Nun, ich denke, dieser Baum ist eine Ausnahme. Sehen wir uns mal an, wie der Regenbogen-Eukalyptus seine Regenbogenfarbe erhält. Wenn dieser Baum seine Rinde abwirft, kommt eine neongrüne Innenschicht zum Vorschein. Und mit der Zeit, wenn diese Schicht der Luft ausgesetzt ist, altert sie in verschiedenen Farben wie Rot, Orange, Pink und Lila. Wie cool! Nummer 10. Der Teufelskessel. Jetzt kommen wir zu dem wohl geheimnisvollsten Wasserfall der Welt, dem Devil's Kettle, der am Brule River in Michigan liegt. Aber was ist so besonders an ihm, fragst du dich vielleicht? Auf der einen Seite rauscht der Brule River über einen Steindamm und die Felsen hinunter, so wie es Wasserfälle normalerweise tun. Aber was mit der anderen Seite des Flusses passiert, ist ein Geheimnis, das die ganze Welt vor ein Rätsel stellt. Die andere Seite fließt in den Devil's Kettle Waterfall und verschwindet einfach spurlos. Die Leute haben im Laufe der Jahre viele Dinge wie Farbstoff, Tischtennisbälle, GPS-Tracker und vieles mehr hineingeworfen, aber sie haben sie nie wieder gesehen. Die Sachen sind einfach verschwunden. Nummer 9. Frostblumen. Das sind Frostblumen und sie sehen einfach zauberhaft aus, als kämen sie direkt aus einem Märchenland. Diese Blumen bilden sich, wenn die Luft sehr trocken und viel kälter als die Wasseroberfläche ist und eine Temperatur von etwa minus 22 Grad hat. Sie bestehen ausschließlich aus Eiskristallen, die in Flecken mit einem Durchmesser von 3 bis 4 Zentimetern wachsen. Diese Eisblumen verwandeln einfach jede Landschaft in ein Wunderland. Das steht fest. Und bevor du fragst, nein, das sind keine echten Blumen, sie heißen nur so, weil sie wie Blumen auf einer Wiese aussehen. Aber wenn du sie einzeln betrachtest, sehen sie eher wie chaotische 3D-Schneeflocken aus. Nummer 8. Klingende Felsen. Hier haben wir ein Feld mit klingenden Felsen, das in Bucks County, Pennsylvania zu finden ist. Ja, du hast richtig gehört, klingende Felsen. Sie heißen so, weil sie, du hast es erraten, ein Geräusch von sich geben, das einem Klingeln ähnelt. Ich weiß, das klingt sehr unwahrscheinlich, aber so ist die Natur nun einmal. Sie geben dieses Geräusch von sich, wenn du mit einem Hammer auf sie schlägst, oder?
auf einen anderen Stein. Man könnte meinen, dass diese Steine hohl sind, denn wie sonst sollten sie diese Geräusche machen, aber sie sind nicht hohl und der Ursprung ihres Klangs ist ein völliges Rätsel. Und noch etwas, nicht alle Steine klingeln, wenn man sie anschlägt, was das Phänomen eigentlich noch seltsamer macht. Nummer 7. Rotaugenlaubfrosch. Der Rotaugenlaubfrosch, den du in diesem Video siehst, ist zweifellos einer der schönsten Frösche. Ich meine, diese Augen sind einfach nicht von dieser Welt, findest du nicht? Aber seine Augen sind nicht nur für die Ästhetik da, weißt du? Wenn sie ein Insekt fangen, blinzeln diese Frösche mit ihren großen Augen, damit sie ihren Fang schneller verschlucken können. Wer hätte das gedacht? Rotaugenlaubfrösche sind auch gute Kletterer. Sie erklimmen Bäume und klammern sich mit ihren saugnapfartigen Zehen, die einen feuchten Schleim abgeben, an Blättern fest. So können sie sich an fast jeder Oberfläche festhalten. Nummer 6. Seltsame Mammatuswolken. Diese seltsamen Wolken, die du hier siehst, heißen Mammatuswolken und sie sind sehr beeindruckend. Aber du musst dich fragen, wie in aller Welt haben sie so einen seltsamen Namen bekommen? Nun ganz einfach, weil ihr Aussehen dem Euter einer Kuh ähnelt. Oh ja, jetzt kann ich es mir gut vorstellen. Wie auch immer, Mammatuswolken sind eigentlich keine Wolken, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Sie sind eigentlich kleine Beutel, die am Boden von Cumulonimbuswolken erscheinen. Sie können auch auf anderen Wolken erscheinen, aber nur, wenn die Prozesse in ihren Cumulonimbuswolken ähnlich sind. Jeder Beutel ist etwa einen Kilometer breit und besteht aus Eis und manchmal sogar aus Wassertropfen. Nummer 5. Gestreifter Korallenwels tanzt in der Gruppe. Der gestreifte Korallenwels ist ein gefährlicher Fisch, dessen Gift in manchen Fällen sogar für den Menschen tödlich ist. Ausgewachsene Tiere sind normalerweise alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs. Aber wenn sie jung sind, bilden sie große Schwärme, die aus bis zu 100 von ihnen bestehen. Und wenn sie das tun, wie du in diesem Video sehen kannst, ist der Anblick absolut fesselnd. Sie haben 4 Paar Barteln am Ober- und Unterkiefer, ähnlich wie andere Welsarten. Aber an der Brust und der ersten Rückenflosse haben sie die hochgiftigen Stacheln, über die wir bereits gesprochen haben. In diesem Video scheinen sie sich bei ihrer Bewegung abzuwechseln. Sie tauchen nach unten, bevor sie wieder oben auftauchen und den Zyklus wiederholen, so dass es aussieht, als würden sie tanzen. Nummer 4. Zombie-Käfer. Dieser Käfer sieht aus, als käme er direkt aus The Walking Dead. Er bewegt sich, obwohl ihm ein Teil seines Körpers und viele seiner Organe fehlen. Kein Wunder, dass er Zombie-Käfer genannt wird. Aber wie ist das möglich? Nun, das liegt an einem Neuroparasiten, der das Gehirn des Käfers übernommen hat. Was ist das? Ein Parasit versklavt das Gehirn eines Tieres? Ist das jetzt die Realität? Es klingt wie Science Fiction. Aber es ist etwas, das tatsächlich passieren kann. Den Beweis dafür liefert dieses Video, das ein Forstberater namens Dr. Zamrud Goda auf seinem Twitter-Account gepostet hat. In dem Video kannst du sehen, wie sich der Käfer ganz normal bewegt, obwohl ihm ein Großteil seiner inneren Organe fehlt. Noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass manche Parasiten ihre Wirte zu selbstzerstörerischen Handlungen veranlassen können, die letztendlich dem Parasiten zugutekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist wohl das Verrückteste, was ich seit langem gehört habe. Nummer 3. Agrio Falls. Schau dir diesen spektakulären Wasserfall an. Es ist definitiv einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Er heißt Salto del Agrio und befindet sich in Argentinien. Dieser atemberaubende Wasserfall ist das Ergebnis alter vulkanischer Aktivitäten, die in der Gegend über Millionen von Jahren stattfinden. Kannst du das glauben? Sein Wasser ist reich an Mineralien wie Eisen und Schwefel. Der Wasserfall fließt etwa 40 Meter in eine Basaltschlucht und bildet eine spektakuläre Lagune mit schillernden Farben. Nummer 2.
Blauer Hummer. Wenn du an einen Hummer denkst, dann kommt dir normalerweise kein blau gefärbter Hummer in den Sinn. Das liegt daran, dass sie extrem selten sind. Die Chance, einen dieser erstaunlichen Kreaturen zu sehen, liegt bei 1 zu 2 Millionen. Ich habe jedenfalls bis jetzt noch nie von ihnen gehört. Wenn du dich fragst, warum sie blau sind, dann liegt das an einer genetischen Anomalie, die zu einer Überproduktion eines bestimmten Proteins führt. Sie leben normalerweise an den Atlantikküsten Nordamerikas und Europas, aber du kannst sie auch in Australien und sogar in einigen Süßwassergebieten finden. Nummer 1. Was passiert, wenn du ein Kamel berührst, das nicht mehr lebt? Unser heutiges Vorschaubild ist, gelinde gesagt, seltsam. Es zeigt ein Kamel, das einfach auf dem Boden liegt. Das Kamel ist nicht mehr am Leben und es sieht irgendwie aufgedunsen aus. Was denkst du, warum das so ist? Das werden wir dir gleich erklären und du erfährst, warum du ein solches Kamel unter keinen Umständen anfassen solltest, wenn du es siehst. Wenn ein Kamel verendet, sammeln sich unglaublich schnell Bakterien an, die dazu führen, dass sich der Körper des Tieres wie ein Ballon aufbläht, genau wie auf dem Bild. Der Körper des Kamels produziert dann Gas, das es explodieren lassen kann. Und deshalb solltest du es auch niemals anfassen. So einfach ist das. Welches dieser seltsamen Naturwunder hat dich am meisten fasziniert? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.